Ich habe hier ein iPad Mini 1, also von der ersten Version. Und Hearthstone läuft hier leider nicht drauf. Es stürzt immer wieder ab. Obwohl es laut der Beschreibung im App Store Hearthstone darauf laufen sollte. Außerdem habe ich ein iPad 2, das von der Hardwareausstattung eigentlich in diesem hier sehr ähnlich ist. Auf dem iPad 2 funktioniert Hearthstone auch ohne Probleme. Und ich denke mal, am größeren Bildschirm kann es eigentlich nicht liegen. Und ich werde jetzt einfach mal eine Runde spielen, um zu zeigen, wie das Ganze halt eben passiert, dass es abstürzt. Es war jetzt gerade eben auch abgestürzt. Ich bin gespannt, ob ich jetzt wirklich im Spiel wieder lande, in dem ich auch war. Und werde dann zum Schluss nochmal einen Kommentar abgeben, was ich denke, woran es liegt, dass hier das iPad Mini halt solche Probleme hat. Tja, und soeben ist Hearthstone wieder abgestürzt. Das bedeutet natürlich jetzt auch, dass wahrscheinlich das Spiel wieder verloren geht, weil bis er sich wieder neu angemeldet hat in das Spiel rein. Er erkennt zwar, dass das Spiel noch läuft, aber bis dahin ist die Runde vorbei. Man hat dann eine Runde ausgesetzt und dann hat man eigentlich kaum noch eine Chance, irgendwo das Spiel zu gewinnen. Und das ist natürlich sehr frustrierend, weil er in der Regel immer mindestens einmal abstürzt in einer Runde, die man spielt. Und das, obwohl es ein Gerät ist mit 64 GB Arbeitsspeicher, also eine gute Ausstattung. Es ist die Version mit eingebautem Modem auch. Und eigentlich muss ich sagen, bin ich mit dem Gerät sonst sehr zufrieden. Mir war wichtig, dass ich viel Speicher habe. Dass ich es unterwegs auch benutzen kann. Das funktioniert beides hervorragend. Ich kann auch alle anderen Apps, die ich sonst so benutze, darauf sehr gut benutzen. Auch die Helligkeit ist mir hell genug, auch die Auflösung ist gut genug. Ich brauche dafür eigentlich kein iPad Mini 2. Das Einzige, was halt leider nicht funktioniert, ist Hearthstone. Ja, wie man sieht, ich habe eine Runde ausgesetzt, genau. Das heißt, wahrscheinlich werde ich auch noch bestraft dafür, dass ich letzte Runde die Zeit habe ablaufen lassen. Genau, deswegen wird es jetzt auch wieder kürz. Klasse, ist so kurz, dass ich eigentlich überhaupt gar keine Chance habe, irgendwas zu machen. Naja, damit habe ich das Spiel eigentlich schon verloren. Ja. Dann kann ich jetzt auch hier rausgehen. Das macht jetzt eh keinen Sinn mehr. Um einfach nochmal die Spezifikation von dem Gerät auch kurz zu zeigen. So, also man sieht hier, es sind noch 31,1 GB sind noch frei, also es dürfte auch nicht das Problem sein. Und ich denke, der Knackpunkt bei der Geschichte ist, der Tablet hat nur 512 MB Arbeitsspeicher. Und die Probleme mit Hearthstone hängen nach meiner Vermutung mit iOS Version 9.1 zusammen.
Auf meinem iPad 2 habe ich noch die 8er Version, weiß gar nicht, 8.4 ist es, glaube ich, noch laufen. Und da läuft Hearthstone ohne Probleme. Und hier mit der Version 9 vom Betriebssystem stürzt Hearthstone regelmäßig ab. Ja, leider war halt das 9er schon drauf gewesen, als ich das Tablet gekauft habe. Ich habe es gebraucht gekauft. War eigentlich davon ausgegangen, dass Hearthstone hier drauf läuft. Und da halt Hearthstone eins meiner meistgespielten Spiele halt ist, alles andere funktioniert ja auf diesem Tablet, aber Hearthstone leider nicht, werde ich mich wahrscheinlich von diesem iPad Mini 1 halt wieder trennen müssen. Ja. Das war es soweit. Ich dachte nur, da es viele Aussagen gibt, Hearthstone funktioniert auf dem iPad Mini 1, sollte wenigstens jetzt einer mal zeigen und auch sagen, nein, also mit dem iOS 9 scheint es nicht zu funktionieren. Vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen, der das bestätigen kann.